Die Auf-, Ausräum- und Reinigungsarbeiten im Engstinger Gewerbepark Haid laufen auf Hochtouren. Noch sind die Schäden der Gülleflut aus dieser Biogasanlage nicht zu beziffern. Gegen 5 Uhr, so die Polizei, habe ein Mitarbeiter bemerkt, dass Gülle austrat und die Feuerwehr alarmiert. Da war der Strom bereits am Laufen. Wenig später war der Engstinger Bürgermeister Mario Storz bereits vor Ort. Ja, das war natürlich ein schreckliches Bild hier im Gewerbepark. Schon bei der Einfahrt hat man gesehen, wie die Brühe dampfend hier die Straße entlang lief. Und da ging einem natürlich durch den Kopf, dass sich mit die schlimmsten Befürchtungen eines der größten Unglücke, die passieren kann, passiert ist. Und das ist natürlich ein beängstigend, ein schlimmes Gefühl. Ja. Betroffen sind natürlich vorwiegend hier Gebäude im Gewerbepark, in denen im Untergeschoss die Brühe eingedrungen ist. Einer dieser Betroffenen ist Ralf Stoll. Der CDU-Politiker, zugleich Gemeinde- und Ortschaftsrat in Sonnenbühl, nutzt wie viele andere den Keller eines der betroffenen Gebäude als Gewerbelager. Dort ist die ganze Gülle eingetreten, in Räumen sogar teilweise bis an die Decke runter. Und das wurde gestern Abend dann von der Feuerwehr Gott sei Dank schon einmal abgepumpt. Und heute kann man die Räumlichkeiten begehen und man sieht das Ausmaß, was da ist. Die Gülle ist dann weiter die Straße runter Richtung Pardoux gegangen. Das ist eine Gaststätte, die ist ganz gefüllt worden mit Gülle und ist dann weiter die Straße runtergegangen. Man muss dazu sagen, die Feuerwehr hat sehr gute Arbeit gestern geleitet, den ganzen Tag über. Und da muss man sich auch nochmal bedanken bei allen Rettungskräften. Besonders hart traf es die Gaststätte Pardoux. Hier stand die stinkende Brühe fast so hoch wie die Eingangstür. An eine schnelle Nutzung der Gebäude ist nicht nur wegen der Verschmutzung nicht zu denken. Einige sind wegen der giftigen Ammoniakdämpfe noch nicht zugänglich. Erste Gutachter sind vor Ort, um die Schäden zu schätzen. Insgesamt waren 120 Einsatzkräfte vor Ort, darunter auch Landwirte, die neben der Feuerwehr dabei halfen, die Keller leer zu pumpen, vor allem aber auch dabei, die giftige ammoniakhaltige Brühe aus den Wiesen und den Bodensenken zu pumpen. Also mir ging sofort durch den Kopf natürlich die Frage, was ist mit dem Trinkwasser, was ist mit unserem Grundwasser. Das ist ein heißes Thema, ich glaube, da muss man dranbleiben. Wir haben da immer wieder auch mal darauf hingewiesen beim Thema Windkraftanlagen. Ich musste sagen, was dort passiert mit Ölen. Es ist wirklich eine Gefahr fürs Trinkwasser und da muss man auch wirklich dranbleiben und gucken, was das für Ausmaße hat. Das aber scheint laut Bürgermeister Mario Storz soweit gelungen. Das Zweite war für uns sicherzustellen, dass unsere Regenüberlaufbecken entsprechend halten. Und dort musste dann auch mit Hilfe von vielen Landwirten viel von diesem Substrat und von dem Ablauf dann abgepumpt werden, einfach um zu verhindern, dass es weiterläuft oder versickert. Jetzt ermittelt der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Reutlingen, warum und wie es zu dem Austritt der Gülle kommen konnte.